Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Ich bin DC Steve und euer Rakshasa. Ja, wisst ihr, was das ganz Tolle ist eigentlich an der Arena? Man kann sie zu einem beliebigen Zeitpunkt abbrechen und dann wann anders weiterspielen. Denn dazwischen sind schon einige Tage jetzt vergangen, ne? Ja, müsste fast eine Woche sein, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, lasst uns die Siegesserie fortsetzen. Oh, wir haben ja mit 0-1 gestartet und sind dann auch 4-1 hochgegangen. Ja, ich bin... Damit schon mal, also 4-3 ist das Minimum, was man haben sollte. Na, also eigentlich ist das Ziel 7-3, denn dann hat man seine 150 Gold wieder. Ja, das hat aber kleine 0,2% der Leute. Das hat Morden schon mal relativ gut vorgerechnet, warum das so ist. Auch nur schon aus mathematischen Gründen muss das, sehr wenig sein. Mit 4-3 ist es halt so, dass ihr sicher 50 Gold habt und das Booster, und Booster sind ja quasi 100 Gold. Genau, also dass man quasi die Arena im Vergleich zum Booster umsonst gespielt hat. Genau. Unsere Startzahl ist schon mal nicht so gut. Ja, das ist richtig. Und selbst gegen Zauberer ist auch der Schildträger nicht so prall. Aber ich würde ihn trotzdem auf der Hand behalten wollen. Ja, ist ja, also stell dir mal vor, wir ziehen jetzt dann noch mehr Fünferkarten und haben nichts mehr, was wir erledigen. Aber die würde ich alle weghauen wollen. Ja, klar. Der Vorteil ist natürlich, dass wir eine gute Fähigkeit haben. Das ist schon eine ziemlich gute Hand eigentlich. Ja. Also ja. Zwei Drops sind ja so das Beste eigentlich, was man haben kann. Das ist richtig. Schleim können wir auch direkt rauscoinen, weil der Magier keine Waffen haben kann. Ich will eigentlich auch der Meinung, dass ich keine Lust habe, eigentlich einen Schildträger zu legen. Ich möchte Druck machen. Ja klar. Also vor allem gegen Magier, ne? Solange er seine großen Master-Movil-Spells nicht raushauen kann, ist es klug, schon mal ein bisschen Druck auszuüben. Richtig, richtig. 7 Mana ist immer die große Gefahr. Da kann nämlich der Flammenstoß kommen, macht 4 Schaden auf alles bei uns. Und das wäre schlecht. Vor allem als Paladin. Ja gut, wenn du uns unsere 1-1er mit dem Flammenschuss wegmacht, kannst du das nur recht sein, ja. Ja, das ist doch ziemlich cool, weil dann können wir... Wer würde vorschlagen, den Agent zum Schild anzulegen? Ja, den zu schilden. Dann ist doch die Frage, wollen wir den umbringen oder wollen wir Damage ins Gesicht hauen? Nee, wir wollen ihn schon umbringen, weil der kann mit den Schilds ja mit seinem Feuerschlag jederzeit brechen und dann haben wir ja nichts gewonnen. Ja, ist absolut richtig. Das stimmt. Also gegen Magier sollte man Gottesschilder sofort eigentlich brechen lassen. Ja. Genau wie man Diener mit einer 1 hinten, also mit einem Leben, gegen Magier immer abtauschen lassen sollte, weil da können sie ja jederzeit eh tot schießen. Ja. Jetzt könnten wir den Wolf und den Schildträger legen, so können wir eigentlich schon mal für 6 angreifen. Und er muss sozusagen den Schildträger angreifen. Ja, ich muss gerade überlegen, was er haben könnte für 4 Mana. Also da könnte jetzt kein... Kältekegel bloß? Ja. Das heißt, das sollte man jetzt mal bitte mit einplanen, das Kältekegel. Den Kältekegel. Den Wolf nach ganz rechts legen? Ich würde den eigentlich genau in die Mitte legen, oder? Achso, ja, stimmt. Der macht immer nur die Nachbarten-Diener. Genau. Ja, du hast recht. Deshalb... Allein, also es ist zwar cool, dem Schildgitter einen Power zu geben, aber muss man das machen, ist die Frage. Dann würde ich den trotzdem nach ganz rechts legen wollen, oder? Ja, okay, von mir aus. Der Grund, damit er mit dem Kältekegel sozusagen die drei hier nimmt und nicht den Schleim. Vermutlich würde er sowieso den Wolf nehmen, aber ja gut. So kann es natürlich. Wir hätten den auch sogar zwischen den Wolf und den Schildträger stellen können, aber... War jetzt erstmal ein Überlegen gewesen, aber ich denke, das ist schon. Oh, Schildmaster. Er hat also keinen Kältekegel. Wie viel Schaden macht der Hammer des Zorns nochmal? Ich wollte genau gerade nachgucken. 3. Naja. Wir könnten die 3 Schaden drauf machen. Und dann den Soldaten dort rein. Genau, dann hat unser Schildträger auch noch eine Power. Ja. Oder? Ja, mach das doch mal. Dann wird der Wolf noch einen Schaden bekommen, wenigstens, wenn der unseren Schild killen möchte. Richtig. Und er kriegt sogar noch 5 Schaden ins Gesicht. Ja. Das ist vor allem beim Schamanen sehr wichtig, die Tatsache, dass eben die Minions auch nachrücken, wenn welche sterben, mit seinem Flammenzungstotem, was nämlich gleich plus 2 Angriff gibt. Da muss man die Totems meistens dann so stellen, dass wenn die anderen Totems sterben sollten, dass die dann aneinander nachrücken, aber... Explosion, okay. Okay. Wo steht eigentlich noch die 4 vorne? Weil der Wolf noch lebt.
Ja, du hast absolut recht. Ganz einfache Sache. Was? Was? Der Wolf lebt noch, hä? Und jetzt würde ich auch genau das tun, was ich eben gesagt habe, die da mit einer 1 hinten sofort abtauschen lassen, weil der hier ja sowieso. Ja. Wir könnten. Nee, wollen wir nicht. Nee, wollen wir erst später legen. Ich denke mal, wir wollen jetzt nochmal den legen. Ja. Weil er hat erstmal nur 6 Mana und später ist er nämlich schlecht, also kann er auf jeden Fall nochmal Schaden machen. Ja, vor allem, ich meine jetzt, das sind jetzt 2 Minions, die wir im Spiel haben und ja. Das ist schwieriger zu handeln, als wenn wir jetzt nur einen 4-4er spielen würden oder den 3-3-2-2-1-1, also. Ja. Ich denke auch, das ist an der Stelle das beste Play. Dann haben wir später noch den hier und auch erst Flammenstoß sicher. Ja, siehst du, der hat jetzt quasi gegen seinen Gotteschirm angetauscht, ne? Ja. Also den haben wir erst sonst, wollen wir den echt verwenden für ihn? Das ist gerade so ein bisschen die Frage, ob man das wirklich möchte. Zudem ist, mehr als dann noch einen Mann bauen könnten wir ja nicht. Wir könnten halt den Jezi spielen und dann einen 1-1er bauen. Ich glaube, das ist einfach sinnvoller, weil... Ja, und die 2 Schaden ins Gesicht oder den Mann hier umbringen? Nee, den unbedingt umbringen. Weil sonst greift er doch einfach unseren Yeti an und pinkt ihn dann. Ja, hast recht. Wenn ihr darauf besteht. Bringen wir den um. Yeti. Ja. Ich meine, das war doch jetzt ein super Tausch. Wir haben jetzt unseren 5-Mana-Drop gegen seinen 6-Mana-Drop getauscht. Und der Flammenstoß kann nicht alles abräumen. Genau. Ja, das heißt, Flammenstoß bringt jetzt gar nichts. Ja. Vor allem für den 1-1 haben wir auch keine Kasse ausgegeben. Ja. Silbermond wird nicht fallen. Okay. Scheint das Gottesschild deck zu haben. Ich muss nur übergeben, ob er diesen komischen Man hat. Welchen komischen Man? Der Boni bekommt. Der alle Gottesschilder entfernt und dafür, glaube ich, plus 3 plus 3 für jedes Gottesschild bekommt oder so. Ja, wir haben ja unseren 1-1, den wir da reinhauen können. Die Frage ist, wollen wir die 5 Schaden ins Gesicht hauen? Also 4 kriegt er auf jeden Fall vom Yezi. Ja. Und ob der eine dann noch einen Unterschied macht? Glaubst du das? Also wir haben jetzt nicht so viel direkten Schaden, den wir eben schießen können. Deshalb ist der eine Schaden, glaube ich, einfach egal. Nehmen wir das so? Ja, lieber das Gottesschild wegmachen von ihm. Das Beste, was man ja machen kann mit den 1-1ern, ist irgendwelche Gottesschilder weghauen. Was meinst du denn, den 7-6er wollen wir nicht legen, weil er eine Kreatur hat. Wir könnten jetzt natürlich einfach sagen, wir packen einen Spotter hin und bauen uns noch einen Man. Warum wollen wir keinen 7-6er haben? Wir haben 4-5 plus 7-6, er hat 3-3. Und da er den dann angreift und einen Flammenstoß macht, dann der ist weg. Ja gut, aber lebt unser Yeti ja immer noch. Na gut. Also ich sehe jetzt, also unsere Diener, die wir haben, sind auch alle recht günstig, deshalb werden wir auf jeden Fall gleich noch einen spielen können. Na gut. Und ignorieren kann er sie ja auch nicht, sonst stirbt er ja. Ich denke jetzt, dass auf jeden Fall der Flammenstoß kommt. Ja, aber der Flammenstoß ist ja jetzt super fair. Also er muss ihn eigentlich jetzt spielen. Sonst ist er tot. Herr der Arena hilft ihm auch nur bedingt. Ja. Wenn er jetzt uns direkt angreift, dann freue ich mich. Okay. Ja, best case würde ich sagen. Besser hätten wir gar nicht nachziehen können. Ja, das ist ziemlich gut. Können halt auf ein Leben runterhauen. Genau auf einen. Das heißt, wir hauen mit den 4-5 Mann den. Lasst mich nach. 6. Den hier. Oder lass mal eben. Ja, doch, genau, mach den 4-5er in den 6-5er rein. Dann können wir nämlich den Hammer des Zorns noch drauf spielen. Oh, oder mach erstmal den Hammer des Zorns. Hier ist ja hier irgendwas, was wir noch gar nicht kennen. Wobei ich glaube ich sogar mit dem Estelbar-Champion den 6-2er finishen würde, weil wir unseren Yeti behalten. Und ja, wir sind lebenspunkttechnisch noch ziemlich gut drauf, ne? Ja. Also mit dem Yeti in Herr der Arena anzugreifen wäre eigentlich Quatsch gewesen, weil so haben wir den Yeti halt noch. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, und dann heißt es mal... Geht auf 1. Ja, muss er halt erstmal unsere beiden Minions finden und unsere Waffe. Ja. Das Problem ist, ich jetzt mit dem Flammenstoß kann er alles wegmachen. Ja, und dann ist er tot. Wir haben immer noch die 4-1er-Waffe. Nun, was kommt? Diese Runde geht an euch. Oh, er geht einfach auf. Ja, also ich denke, wir hatten das schon recht sicher.
Vielleicht kurz zur Begründung, warum ich den 7-6er nicht legen wollte. Ich habe es halt so gesehen, hätte ich jetzt den Flammenstoß gehabt, hätte ich ihn jetzt einfach umgebracht, sozusagen noch mit den 3-3er. Ich meine, er wäre immer noch ein guter Tausch für uns gewesen, wenn man es so nimmt. Er hätte halt zwei Karten ausgegeben und wir haben eine ausgegeben. Eine, die 5 Mana kostet vor allem. Ja, von daher wäre selbst unter dieser Bedingung das ein gutes Play gewesen, das so zu machen. Ja. Aber dafür sind wir zu zweit dann. Ja. Okay. Na? Tja, das war doch ein. Was war es eigentlich gerade für ein Mage? Irgendwie ziemlich gut Stuff, oder? Ich habe jetzt irgendwie nichts Besonderes gesehen. Ich glaube, er hat einfach nur schlecht gezogen, weil der hat ja genau ein Master für uns gezeigt, das waren die Arcanen Explosion und die ohne Zaubermacht. Also ich denke mal, bei 4-1 sollten jetzt eigentlich schon so langsam die Mages kommen, die ein bisschen was können, weil man muss ja sagen, Mage picken relativ viele Leute. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund der Varianz, dass auch ein schlechtes Deck da weiterkommt. Ja, oder er hat das wirklich nur schlecht gezogen, das kann man ja jetzt nicht genau, bewusst haben. Auf jeden Fall haben wir recht solide gewonnen. Genau. Und meine Stimme freut sich extrem drüber, irgendwie kackt die gerade ab. Und okay. Wir sehen uns beim nächsten Match wieder. Ich war DSD Steve und euer Rakshasa.